Ja, hi, willkommen. Mein Name ist AniRollP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir bei 3 Meistern unser Training abgeschlossen und wir haben noch wahrscheinlich irgendwas mit 10 Meistern und so übrig. Und ja, wir stehen hier wieder vor. Das bedeutet nur eins, und zwar Parallel-Quest. Falls euch der Part gefällt, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Und wir machen, weiß ich nicht, Vater und Kind, Key-Detonation. Natürlich haben wir Väter herausfordern. Die Väter trainieren, damit ihre Kinder daran wachsen. Hilft beim Training. Okay. Machen wir das. Ja, ich habe Cell, also Norio Wakamoto, als Meister. Also nehmen wir den natürlich als Meister mit. Ich glaube, ich müsste die Version da mitnehmen, ne? Damit seine Dingens steigt, seine. Ihr wisst schon, Zuneigung. Und ja. Das sind eine ganze Menge Parallelquests, die glaube ich neu hier freischaltbar sind. Vater und Kind. Sieg ist von Goku, Vegeta und Mr. Satan. Oh Gott. Und da ist Zell an mir vorbeigeflogen. Ich habe keine neuen Angriffe irgendwie gelernt, die ich brauchen könnte, oder? Den letzten Meistern, glaube ich. Da hätte ich dich hier gegen die Wand gehauen, ne? Ja, schön, diesen einen Kiesdruck eigentlich zu können. Oder Duell. Dann Gohan, was? Naja, stimmt ja. Wie geblieben. Wir sind in Nahkampf rein, komm gefälligst her. Das war nicht wahr sein, er haut die ganze Zeit ab und haut mich mit vier Explosionen damit. Aber er konnte ja halt nicht so gut beherrschen. Ja. Da oben Schuss. Das gibt's da jetzt nicht. Echt so eine winzige Reichweite. Boah. Wie geil ich weggeflogen bin. Nein, geh doch auf. Geh los. Zell geht hier schon bei denen hier kaputt und Son Gohan macht ihn natürlich fertig. War das irgendwie ironisch? Wo ist eine andere Zell? Er kriegt ja voll auf die Fresse von Zell, Son Gohan. Irgendwo hier, wo ist er? Da sind sie alle. Boah. Ja, der hat ja gar nichts verloren. Ja, das ist ultimativer Son Gohan. Wir setzen echt auf diesen einen Angriff ein, weil die wissen, ich kann ihn nicht ausweichen. Fresse er das. Puff. Ah, hat so erreicht. Jetzt kommt Mr. Satan zum Computer. Ehrlich. Aber noch ein Weltraum, auch so. Okay, komm her. Jetzt war noch nicht lange. Jetzt wird jetzt schwerer, ne? Oh, verdammter Dreck. Oh, der ist schon mal weg. なんで孫悟空いつの間にこんなほどまでの力を。まあ、じゃあ、セル。貴様から受けた屈辱。やつは全部アイゲンボックス。さらにパワーアップして気が大きくなった。今度は何だ。
Ultra Super Baby. Super Saiyajin wa kenkan no teki ja nakatta no ka? Ah, genau da stehen. Son Goku. Ah. Da kann ich auch, ja. Super Saiyajin 2. Nächster. Davon war auch noch. Ja, ich wusste, er hat das. Son Goku kannst du irgendwie nicht hinten teleportieren. Er kommt immer mit seinem blöden Tritt an. Ja. Ah. Oh, getroffen. Ja, und jetzt? Das heißt schon drei. Götter. Super Mr. Satan. Okay, da ist schon wieder was. Okay. Und ich komme noch von da zum Raumschiff, ne? Okay. Dann sag mal. Da kommt jetzt Bardock, vielleicht. Würde jetzt Sinn machen. Der Vater von Son Goku, ne? Ja. Vater und Sohn. Warum haben sie Raditz zum Bruder von Son Goku gemacht? Ehrlich, das hat gar keinen Sinn gemacht. Und Son Goku ist da. Was? Ganz Familie. Ja, Son Goku, Son Gohan. Solange die alle nicht auf mich losgehen, ist dieser Angriff ja perfekt. Ich ja, bitte nicht noch jemand. Oh Gott. Bin ich allein? Ja. Ja, ist gut. Lass mich am Leben. Ich kann auch nach hinten schlagen, ne? Was sagst du? Aua. Ja, so. Uff. Weil meine Faust reingeflogen. Was ist das? Ey. Ist doch nicht. Das war ein Angriff, der Dauerbeschuss heißt, geht ja ganz schön kurz. Aber egal, wir haben es geschafft hier. Oh, nichts bekommen, geil. War. Gut, nächste Mission. Da scheint aber noch eine ganze Menge Parallelquests zu kommen, weil ich glaube, die DLC-Parallelquests, die fangen so ab 100 oder so an. Wir sind erst, hier gucken wir mal, hier 101, 102 und so. Wir sind erst bei 86 hier Maximum. Da ist jetzt bis 86 kommen noch eine ganze Menge. Alter. Das ist heftig. So, ultimativer Kampf. Broly ist als Super Saiyajin erwacht. Stopp ihn, bevor alles zerstört. Okay, solange er nur ein Gegner ist, kein Problem.
Also überhaupt kein Problem. Nakamoto. Vielleicht passen eure Gegner wählen, aber da kann ich auch ein bisschen Zeit sparen. Also wir werden beschäftigt sein hier in die nächste Zeit. Wenn halt noch bis 86 geht, dann haben wir noch so 10 Parallelquests und so. Also 2-3 Parts bin ich noch beschäftigt. Ja. Oh, ist ein Robo, Trunks. Warum macht das denn nicht so aus, wenn der Vegeta dich so anspricht? Was, wo seid ihr? Oh Gott. Ich hab gehört, du bist anfällig gegen Kamehameha. Das sieht komisch aus. Alter, machen den gar keinen Schaden, hab ich das Gefühl. Kann ich den mal angreifen? Danke. Nur den will ich abziehen. Kann ich sehr viel. Super Strom. Oh Gott. Wo ist Broly überhaupt als Meister? Habe ich den schon freigeschaltet? Den müsste ich eigentlich auch schon freigeschaltet haben, oder? Super Strom. Boah, das gibt's halt nicht. Jetzt sag mal, kann es sein, dass ihr mir ja voll in quer kommt? Nehmen wir ja voll die Show weg. Boah. Leute, könnt ihr den mal an eine Stelle halten? Ey? Die hauen den hier kreuz und quer. Ich komme ja gar nicht dazu, hier irgendwie anzugreifen. Maxim. Oh. Ja, selbst Broly kommt damit nicht klar. Alter, könnt ihr mal damit aufhören? Was habt ihr davon? Du warst mir super. Ja, boah. Okay, zum Glück muss ich am Leben bleiben. Ja, war eine sehr kurze Quest dann. Okay. Weltraum, Erde, okay. Was kommt denn da? Ah, Broly. Na, noch ein anderer legendärer Super Saiyan, Bardock. Ne, Super Schurke Broly. Und Trunks ist aus irgendeinem Grund jetzt weg. Super Strom. Schlag. Oh Gott. Aua. Japanische Version von Broly. Das klingt richtig geil. Ich mache die Transformation von ihm in der japanischen Version an, weil der ist richtig furchteinflößend. Irgendwie so. Was ich noch nicht gesehen habe, würde ich mal raten, natürlich die angucken. Das klingt richtig furchteinflößend in der japanischen Version. In der englischen Version und die deutsche Version habe ich nicht im Kopf. Ich habe nur die englische Version mal im Internet gesehen und ja, mit der ganzen Metal-Musik im Hintergrund bin ich. Passt da irgendwie nicht. Das war einfach. Hallo? Bei der japanischen Version klingt da richtig furchteinflößend bei der Verwandlung. Will ich mal angucken, ey. Okay. Das war das. Das war einfach. Nächste. Die Werfen sind los. Besiege 3 Werfen. Wie geht das Hemd? Okay. Hey, Werfen. Was wollt ihr denn von mir?
werfen, die mache ich doch locker platt. Haben wir irgendwann freigeschaltet hier letzter Zeit? Ja, wieder, dann war irgendwann freigeschaltet. Okay. War doch gar nicht so angezogen im Einkampf. Naja, und Ding, das haben wir hier freigeschaltet. Bardock. Oh, wir haben jetzt ihn freigeschaltet. Ihn hatte ich vorher freigeschaltet. Dann der maskierte Saiyajin. Mira. Ja gut, wenn das... Ja gut, wenn sich das hier füllt. Oh, wen wollte ich Ding jetzt? Zero. Zero. So, 14 Minuten, da werden wir auch schaffen. Drei werfen. Stelle ich mir jetzt nicht so schwer vor. Noch nie Probleme gegen Werfen gehabt. Welche drei Werfen sind denn das dann? Werfen sie los. Komm, im Himmel kämpfen wir. Okay. Goodness. Warte mal, lass mich mal unten und so. Achso, das ist ein Wald. Ich dachte, wäre so ein riesiger Krater. Kapsellandeplatz. Okay, wer kommt da? Raditze. Aber ob schon mal an irgend so einen Ort gekämpft hier? Was? Also ein Ding ins Kampf. Ne. Ihr seid mir zu stark. Ne, habe ich keine Lust. Muss ich hier gegen alle drei auf einmal kämpfen? Auch das stelle ich mir nicht schwer vor. Vor allem nicht mit meiner Ultimate. Oh, Nappa und Vegeta. Wer ist der letzte? Bardock. Oh nein, er wirft einen Stein. Guck das doch mal an, ey. Mein Gott. Ja, und Nappa hier. Ja. Nein, in der Sitzung haben wir ja Nappa weg. Was bist du an Vegeta? Ach, ich hab nichts mehr, verdammt. Okay, Vegeta braucht zwei. Ja, immer noch eine Parallelquest schaffen, so wie das aussieht. Nein. Da komme ich mal zu früh oder zu spät aktiviert. Funktioniert das so komisch. So. Und boff. Einfach einen aufgeladenen Angriff gegen die Birne. So, weil es letzte Ödnis wahrscheinlich, ne? Ist bestimmt Bardock. Haben wir schon Dings gemacht hier, ne? Ne. Na. Fällt mir jetzt nicht ein. Expertenmission, meine Güte. Okay. Hi. Was? Weiß ich bestimmt auch einen neuen Werfer, ne? Eine Story, nehme ich mal an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mit denen schon vorbei ist hier. Na, verdammt. Ja. Er war schon mit ihm gleich. Was er da mag, hör mal auf damit. Ja, kommt ja noch was, ne? So, ha. Haha. Was haben wir jetzt? Ja, drei auf einmal. Alle drei Züge. Nicht her.
Dann gehen da lang. Im Himmel, okay. Es kommt fliegender Affe. Ja. Wer kommt jetzt? Wer seid ihr denn? Was ist denn euch? Ich gegen Zeitsoldaten kämpfen. Hat doch meine Zeit. Ich werde ihr Zeitsoldaten. Ihr könnt ihr noch einen Meister schaffen, wenn ich meine. Und die anderen sind noch nicht mal angeschlagen. Guck mal, Zell, ich wollte Freezer sagen, weil außer wie Freezer. Ich weiß ja, du bist nicht Freezer. Du bestehst nur aus Freezer. So weit nicht. 20% irgendwie sowas. Na, hör auf mit dieser Strategie wieder um die Ecke zu kommen. Hör auf mit dieser Strategie wieder um die Ecke zu kommen. Timing ist jetzt böse, wir haben nicht mehr so viel Zeit für irgendeine Mission. Au! Au! Er so unfair, die schlagen schon, bevor man sich teleportiert, ey. Das könnten sie hell sehen. Aber ja. Doof. Nein. Nein. Okay. So. Doof. Und tschüss. Und super Sturm Schlag. Nein, ich unten mal wieder Kontinent erschaffen, den Ball Landschaft mir weggefegt habe. Ja, ich habe das jetzt. Ah, nee, ich habe keine Linie gebraucht. Ja, und tschüss. Verdammt. Tschüss, nein, das gibt's doch nicht. Aber nein. So, gut. Ha, 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 ha. So, kein Dragon Ball bekommen. Wie geht das Hemd? Schuhe werde ich wahrscheinlich nicht ausfinden können, von was das ist. Aber gucken wir mal. Oh, jetzt habe ich keine Zeit mehr, ey. Wohl ein Meister schaffen wir noch, ne? Machen wir die nächste Mission. Rückkehr der Wehraffen. Was? Besiege Janemba und 3 Wehraffen. Baby. Also was? Das schaffen wir noch. Dürfen wir eigentlich schaffen, hallo? 3 Wehraffen. Ah. Warum kommen schon GT-Charaktere in den Quest vor? Er deutet schon darauf hin, dass wir was mit den Eiern machen können. Irgendwie komme ich da nicht weiter. Was? Da ging schnell. Scheint die exakt gleich Mission, ne? Diesmal bei uns aber ein bisschen. Boah. Okay. Ödnis. Ich meine, warum kommt schon Pan als Meisterin und hier Baby als Gegner vor, wenn noch nicht irgendwie was hier GT-mäßig passiert ist in der Story? Oh, Janemba. Oh, Baby. Au. Warum dich kümmere ich mich? Ich meine, er war irgendwie voll schwer im ersten Teil. Oh, er war, glaube ich, doof. Ja, und zack, weg bist du. Ja. Ist doch locker. Das Baby als Charakter. Und
kommt er nie in, als normale Version in irgendein Spiel vor, nur als Affe. Super Strom, Schlag, wird ein bisschen glatt. Was? Pardon. Warte mal, schalte ich sie so frei? Dann wäre natürlich gut. Könnte ich sie als Meisterin endlich trainieren. So, jetzt nicht anfassen. Super Stromschlag. Oh Gott. So, er kommt doch gegen Janimba und so klar, ne? Noch mal. Ja, du bist schon mal weg. Hi. Ja. Wir sind ja schon mal kaputt gehauen, Mann. Ich bin stolz auf euch. Da ist noch zwei Werfen. Haben wir auch noch. Oh, Vegeta, Nappa, wieder. Zwei vollkommen andere. Gibt es überhaupt einen ganz normalen Werfen? Also zum Gohan werfen auf. Gab's da auch, ne? Jaco, was? Vielleicht habe ich ja da hinten noch ein paar. Wollte mich auch, was? Die Ozarus irgendwie gar nicht mehr vorkam, ne? Jeder irgendwie musste seinen Schwanz verlieren, jeder Saiyajin. Weil er macht irgendwie gar keinen Sinn. Warum ist Vegetas Schwanz nie nachgewachsen? Der von Son Gohan und Son Goku ist auch als Kind, ja okay, als Kind. Vielleicht wächst er als Erwachsener nicht mehr nach irgendwann, ne? Ja, komm schon, komm schon. Jawohl. Aber Vegetas Schwanz wurde auch abgetrennt, aber der ist nie nachgewachsen. Warum nicht? Son Gohan und Son Gokus Dingen ist nachgewachsen. Ja, ja, hallo. Oh, Bardock. Hi. Was machen wir aus Bardock? Wer hat für so ein Ding? Kommt doch bestimmt noch in der Story vor, oder? Hey, da alles. Ich hab uns hätte trainiert. Hast du noch? Was hat noch? Oh nein. Mitten in der mitten im Kampf, ey. Einfach mein Beating hier unterbrechen. Aber ich sollte mich um Bardock kümmern, der scheint hier voll einzuheizen gerade. So, super Strom. Schlag. Ja, was soll's. Ich werde schon keine Probleme machen. Warum sehe ich immer irgendwie so ein Abwehrbrecherzeichen, wenn ich mal anvisiere? Hat meine Charaktere die hat bekommen. Die Gegner sind neben Abwehrbrecher. Oh. Lass dich nicht vom Werfen jetzt zertrampeln, Sir. Ha. Nein. Ha. Hey, mach gleich. Also, oh, oh. Ich um. Ja, es kommt nur noch der Affe. Mr. Bananas. Hi. Kommst du nicht an dem Felsen da vorbei? Warte, ich helfe dir, indem ich dich töte.
was man nicht wieder hat, hilft, aber warte mal, kann ich auf Kommando abtauchen? Okay, cool. Wenn man zweimal X drückt, muss man ganz abtauchen. Cool. Jetzt immer wieder was Neues. Ja. Okay, machen wir den platt. Und super Strom. Schlag. Und weg ist er. Ultimativer Fenster. Geschafft. Und Dimensionsloch freigeschaltet, ausgezeichnet. Oh, ich liebe es, wenn Parallelquests so locker ablaufen. Gut, aber ich habe so ein Gefühl, die nächsten werden nicht so leicht. Jetzt der Gegner war irgendwie in der nächsten Gogeta, glaube ich. Mal schauen. Jedenfalls in der nächsten Folge machen wir weiter mit einigen weiteren Parallelquests, nehme ich an. Und ja. Oder mit einigen Meister, keine Ahnung, aber ich habe nur zwei, das würde nicht reichen in einem Part. Und ja, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss!